auch engagiert bei Die wollen doch nur Aufmerksamkeit, Impuls. Kai, wie war es heute bisher? Ja, super Veranstaltung, hat viel Spaß gemacht. Wir sind mit ganz vielen Pädagoginnen und Pädagogen ins Gespräch gekommen. Ich bin bei der Sarah vom Rabe Verlag, Hauptsponsor von Die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Warum seid ihr überhaupt hier engagiert? Ja, die Energie von Raphael, die hat uns einfach begeistert und mitgerissen. Und wir haben gesagt, wir wollen hier mal auch dieses Feeling von einem anderen Fortbildungsformat erleben. Was erhoffst du dir von heute? Ich hoffe mir neue Inputs, um was für meinen Unterricht auch mitzunehmen und für mich und meine Entwicklung als Lehrerin. Ich habe den Livestream vom letzten Mal gesehen als Aufzeichnung und habe gedacht, boah, das ist cool und macht bestimmt Spaß, da gehe ich hin. Meine Erwartung ist so ein bisschen, dass es noch schöner wird als beim letzten Mal und es sind ja noch mehr Menschen. Es kann also stimmungsmäßig nur ganz, ganz weit nach oben gehen. Warum Kinder und Jugendliche gerne mal explodieren, das erklärt euch jetzt Raphael Kirsch. Wie hat sich's auf der Bühne angefühlt? Oh, richtig cool. Das war wie so ein Team hinter einem. Wir haben uns alle gegenseitig ein bisschen Mut zugesprochen. Das ist echt eine Menge Energie im Raum. Fantastisch, wundervoll. Ich bin im Cooldown. Mit Eis funktioniert es, glaube ich, am besten. Mir geht's unglaublich gut. Tolle Veranstaltung. Es hat alles geklappt. Ein fulminantes Finale. Und ich denke jetzt schon wieder ans nächste Jahr. Gib noch mal gerne so einen Ausblick aufs nächste Jahr von Die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Ja, so richtig teasern? Okay, Leute, pass mal auf. 620 Menschen dieses Jahr. Nächstes Jahr ist diese Halle zu klein für das, was ich vorhabe. Da reden wir über vielleicht 2 Tage, die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Wow. Mit vielleicht über 2000 Menschen. Cooler Abend. Am nächsten Tag vielleicht mega tolle Workshops mit den Menschen, die auf der Bühne stehen. Also nur so ein klitzekleiner Ausblick. Vielen, vielen Dank an jeden und jede Einzelne, die den Weg hierhin gemacht hat, weil sie gedacht haben, okay, vielleicht kann Fortbildung wirklich ein bisschen anders sein.